Guten Morgen, sieht man mich? Sieht man mich? Nö, muss man ein Stück höher stellen. Mein Fussel sieht man da unten essen. Aber jetzt sieht er mich. Wie gesagt, ich habe ja gestern einen Kranz gemacht. Bin ja stolz wie Oscar da drauf, wa? Die Drahtmäuse werden sagen, oh Gott, was hat die denn gemacht? Aber ist egal, ich finde ihn schön. Und der kommt jetzt auch gleich in meine Tür. Das ist der Anhänger. Da ist er. Mein Drahttürkranz. Wie gesagt, eigentlich ganz simpel. Ihr könnt euch entweder so eine alte Holzstricknadel nehmen oder ihr nehmt euch einen Kochlöffel oder so, wenn ihr größeren Draht habt. Für kleineren Draht ist natürlich aus dem Startset von Katja Harders das ideal zum Aufrollen. Finde ich natürlich geil. Ja, geht natürlich nie bei allem so. Und dann dreht ihr euch den Draht ganz normal auf. Vielleicht macht man nochmal bei dem großen Draht. Halt einfach angelegt, festgehalten und dann rumgewickelt. So. Ganz simpel, oder? Dann hat er drunter geschoben und auseinandergezogen. Und dann hier zum Beispiel hatte ich noch so ein, halt hier ein Kleen. Habt ihr gemacht, halt mit diesem Teil. Ist über den Engel und dann halt einfach den groben Draht da nochmal rumgewickelt. So bis es mir gefallen hat. Dann hatte ich ein Blümchen fertig. Das hänge ich noch oben ran. Zeige euch auch gleich noch draußen. Wie gesagt, das ist ideal, um alle Drahtreste zu verarbeiten. Könnt ihr auch immer einen kleinen Abschnitten oder so machen. Wie gesagt, einfach einen kleinen Kranz aus Draht gemacht und dann immer bloß rumgewickelt. Und dadurch, dass ihr das ja vorher aufgewickelt habt und das so wie Wellen sind, kommt dieses Muster eigentlich zustande. Wer jetzt mag, der kann halt auch in glatt rumziehen. Der kann einfach den Draht immer rumwickeln. Also, wer gut findet, ist die Geschmackssache. Ich wollte ja dieses Verwirrte, weil ich auch verwirrt bin, Design haben. Ich habe jetzt hier noch mein... Ich habe dafür meinen alten Bindedraht mal mitverwendet. Ich habe den Fabian-Draht von Katja verwendet. Ich hab alles, was hier so an Draht rumfliegt, habe ich da drin verarbeitet. Der ist natürlich gut verzinkt, der Draht, weil ich hänge den ja auch nach draußen. Dann wird er ja rosten. Jo. Jetzt hängt ihn draußen an der Düre. Zeige euch dann mal. Mehr weg noch was anderes damit kreieren. Also wenn man erst bei ist, möchte man ja nicht aufhören, muss ich ja mal so sagen. Mir brennt zwar noch ein bisschen die Fingerkuppen von dem Drahtwickeln, aber ansonsten alles schick. Und so was hat nicht jeder. Könnt ihr nicht kaufen, ist einzigartig. Bis gleich, wir sehen uns draußen. Dann habe ich hier eine ganz normale Holzstricknadel. Die nutze ich zum Drehen. Hier habe ich auch schon Draht drauf. Das ist wieder das Drehholz aus dem Shop von Katja. Aber ich will etwas größere Drahtschnecken machen oder was auch immer. Ihr werdet es schon sehen. Erstmal nehme ich so einen ganz normalen Bindedraht. Hier so ein Blumenbindedraht. Den wickel ich erstmal hier rüber. So. Damit das nie so. Und dann fängt er an und dreht sich hier rüber. Ich muss das erstmal ein Stück abschneiden. So, ihr habt das jetzt ein Stück fixiert. Und jetzt dreht er euren Draht hier einfach rum. Das muss ja nicht perfekt sein. Ihr könnt wusstet, der Draht so ein bisschen hier wild ist. Ihr könnt einen Stock nehmen, ihr könnt alles nehmen, was ihr dafür habt. Also. Wir drehen. So, wenn ihr das soweit schon mal habt, sie stricken mal, schiebt ihr das nach unten runter. So. Jetzt habt ihr diese wunderschöne Spirale. Die ziehen wir mal ein Stück bloß auseinander. Wir wollen ja, dass das ein bisschen... So, und dann zieht er auseinander. Das geht ein bisschen schwer, aber das geht.
Ja. Und dann überlegt euch, wie groß soll euer Türkranz werden. Ich will nicht ganz so einen großen. Also verdreht er erstmal hier. Ich mache es wie eine Halskette. So. Einen Kreis haben wir schon mal. So, dann dreht er hier mehrere kleine Stücken euch auf. Schiebt die wieder runter. So. Und auseinanderziehen. Und dann suche ich mir eine Stelle aus und drehe die erstmal drum. Ich bin der Drehrumbum. Der Runde. Einfach umwickeln. Dann rödelt ihr einfach den einen Draht um den anderen. Immer wieder im Kreis. Bisschen Fleißarbeit. So, und diese Kugeln machen wir ganz einfach, indem wir unseren Draht hier umwickeln, immer im Kreis. Hier liegt sie. Ich hab mir zu gedrahtet, Wie groß ihr die haben wollt, ist eure Sache. Ich habe eine Farbe drin gemacht und eine silberne drum. So weit ist er schon mal. So, ihr nehmt da eure gedrahteten Blümchen. Den hier mit ran. Könnt ihr einfach hier mit irgendwo unterschieben und dann festknüppern. Je nachdem, wie viel ihr hier dran haben wollt, ich mache 4 ran. Fertig ist der gedrahtete Türkranz mit ein paar kleinen Kugeln dran, der bei Tageslicht aussieht, zeige ich euch dann auch noch an der Tür. Der funkelt. Der würde sogar schön in meine Küche passen. Da ist er an meine Türe. Macht er sich nicht hübsch? Jo, wa? Ja, es ist Mistwetter heute. Ich liebe ihn. Habt ihr immer viel Spaß beim Nachbasteln, auch bei diesem Mistwetter? Das bietet sich ja förmlich an dazu. Kickt im Haus, wo ihr lauter Drahtreste habt. Zur Not klaut dem Gatten die Steckdosen. Einfach abgezogen und Judas sagt, nein, natürlich nicht. Baut irgendwas anderes auseinander. Wie wird mit den Matratzen, wer noch Federkern hat? Ein schönes Wochenende.